So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke. Das ist der Ramses. Das ist der Dicke, ne? Hallo. Hallo. Und das ist das Muttertier, die ist nämlich da, weil wir am Wochenende nämlich WWE Payback geguckt haben, die WWE Großveranstaltung. Wieso siehst du jetzt aus wie Karl Lagerfeld? Das ist schwarz, schwarze Mütze, schwarze Brille, schwarze Klamotten, alles und hinten da so weiße Haare, die da so raus. Ja. Fehlt nur noch so ein Fächer, so, Edepetede. Genau. Ja, das Muttertier ist jetzt da und wir wollen nämlich jetzt hier heute mal den großen Mate-Test machen. Das heißt, wir haben ganz viele Mio Mio Mate-Sotten gekauft. Also, die stehen schon länger bei mir rum. Ich wusste nicht, mit wem ich das machen soll. Pupsi wagt das gar nicht, für Hannes, er trinkt lieber Bier, für Marie ist das bestimmt auch nichts, habe ich gedacht, nehme ich mir das Muttertier in der Karl Lagerfeld Edition und wir werden jetzt hier den großen Mate-Mate-Test machen. Das soll so fürs Thumbnail sein übrigens. Jetzt kann ich das nämlich rumnehmen, hinsetzen und dann gehen wir mal alle durch. So, da sehe ich nämlich auch gleich, dass ich nichts sehe. So, wir sitzen jetzt hier, jetzt können wir anfangen. Wir fangen natürlich mit dem ganz normalen Classic an. Wir haben unsere Ernesto Weingläser da für das Tasting, das ist wichtig. Die sind total verschmiert. Das Muttertier hat sich gerade schon wieder geekelt. Gesagt, weil ich es nicht aufgespült habe. Wenn ihr das aufspült, das wird ja immer nichts. Ich gesagt, ich habe das ja auch gar nicht aufgespült. Das ist jetzt nämlich die Lösung gewesen. Was ist Mate? Kennst du Mate? Nein. Nein. Ich habe immer im Zusammenhang das, was man sagt, das ist mit Mate-Tee-Extrakt. Also Mate muss wohl eine bestimmte Form von Tee sein, wie wenn man sagt, das ist Kamillentee, das ist Pfefferminztee, das ist Mate-Tee. Aber was genau, kann ich nicht sagen. Wir können ja mal bei dem ganz originalen Mio Mio Mate Original, sagt man Mate, sagt man Mate, vorlesen, was da drauf steht. Mio Mio Mate Original, erhöhter Koffeingehalt, für Kinder und schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen. Koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk mit Mateblätterauszug. Mio Mio ist klimaneutral und mit 100% Ökostrom produziert. Zutat: natürliches Mineralwasser, Zucker, Kohlensäure, 0,5% Mateblätterauszug. Säurungsmittel, Zitronensäure, natürliches Aroma, Koffein, Farbstoff, Ammonsulfid-Zuckerlikör, Zuckerkulör. So. Wusste ich gar nicht, dass es mit Koffein ist, weil die letzten zwei Sorten, da steht nämlich drauf, zum Beispiel Mio Mio Lemon plus Koffein und Orange plus Koffein. Was für mich den Eindruck macht, dass die zwei Koffein haben und der Rest nicht, aber irgendwie steht ja bei jedem drauf schon drauf. Erhöhter Koffeingehalt. Plus, steht auch da. Obwohl es ist kein Plus. Lapacho plus Lemongrass. Lapa plus, ja, weil das meiner Meinung nach die Sorte beschreiben sollte. Wir fangen also jetzt an mit dem ganz normalen Mate. Kommt alles in einer Glasflasche. Wenn ihr schon mal Mate getrunken habt, dann schreibt es mir in die Kommentare. Ich glaube, der D-Nice war derjenige, der Mate übelst gefeiert hat und immer, also als er das letzte Mal zu Besuch war, auch gesagt hat, ob ich ihm vielleicht aus dem Rewe mal ein Mate-Getränk irgendwas mitbringe, wo wir verschiedene Sorten geholt haben. Ich weiß jetzt auch nicht, wie viel ich da reinfüllen soll, weil du hast ja gesagt, das ist dir eh alles zu viel, du kannst gar nicht so viel trinken. Deswegen mach mal einfach mal aus dem Bauch heraus hier einen Schluck und ich möchte ja noch was fürs Restling haben. Mio Mio Mate Original. Jetzt hast du dein Glas, ich habe mein Glas, das sieht aber, das ist die Karl Lagerfeld Edition, wie gesagt, mit schönen Gläsern, die schönen Perlen. Möchtest du mal anstoßen? Prost. Und dann einfach lassen sie sich schmecken, die Dame. Prost mit Mate. Kann ich absolut nicht nachvollziehen, wieso es da heißt, das ist eklig, das kann man nicht trinken. Nee, das muss weg. Was sagst du jetzt erstmal, Eindruck? Das ist das erste Mal, dass du Mate trinkst. Naja. Das schmeckt irgendwie wie Limo oder so, aber wie. Wie Limo. Aber nicht süß. Also süß schmeckt es nicht. Süß schmeckt es nicht. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es Tee ist oder so eine Art. Also ich habe genau dieses Tee-Gefühl, aber halt mit Kohlensäure noch. Als wäre es halt Tee mit Kohlensäure drin. Ja, irgendwas prickelt. Aber ich fand es jetzt nicht schlimm, weil man sagt, ja, das ist so total bitter und das ist total abartig und der Geschmack ist.
Wenn das jetzt schön gekühlt wäre, aus dem Kühlschrank heraus, ist das bestimmt trotzdem erfrischend, auch durch die Kohlensäure, weil es nicht so süß ist, so als Erfrischungsgetränk, ist ja hier auch schön mit natürlichem Mineralwasser zugesetzt. Also denke ich mal, ist jetzt auch nicht unbedingt extrem ungesund. Koffeingehalt, ja okay, aber eigentlich müsste Mate was Gutes sein. Magst du vielleicht noch ein Stück zu mir herrutschen? Du siehst so weit weg aus, nicht, dass du da aus dem Bild rausfällst. Ja, das macht doch weil nichts. Irgendwann sehe ich gar nichts mehr hier. Da sieht es besser aus, wenn wir so ungefähr mittig beide sind. Mhm. Jetzt haben wir hier eine rote Flasche. Da steht natürlich auch Mio Mio. Guarana plus Pomegranate. Pomegranate, Pomegranate. Von hinten, wir können nochmal bei den Dings. Granatapfelsaftkonzentrat und Guarana-Auszug 0,2% und 0,2% Mateblätter-Auszug. Bei dem anderen waren es 0,5, das ist 0,2 nur Mate, weil noch 0,2 Guarana-Auszug ist. Und Granatapfelsaftkonzentrat. Da ist also weniger Mate drin. Schmeckt es besser, oder was? Es ist weniger Mate drin, es ist halt dafür mehr Guarana Pomegranate. Dann müsste er jetzt eigentlich vielleicht doch in eine saftigere Richtung gehen. Angenehmer, irgendwie süßer vielleicht oder so. Ich füll dir mal zuerst ein. Und sieht natürlich besser aus. Ich füll mir mal zu zweit ein. Weil es ein schönes. Jetzt kommen wieder die. Du musst das erst ausspülen, bevor du da die Pomegranate reinmachst. Das schmeckt doch sonst nach Mate alles. Na. Das sehen wir ja dann, wenn es soweit ist. Ich stelle es mal hier hin, sieht sogar fast gleich aus. Es ist aber auch. Kann man wieder hier reinhalten. Guck mal, wie cool das ist. Das sieht schön aus, es hat eine Farbe, das glänzt bestimmt einfach nur, weil die Sonne hier rumblendet und so. Riecht auch fruchtig, riecht wie ein Fruchtwein. Dann lass jetzt mal schmecken und denk dran, je schneller wir trinken, desto schneller sind wir wieder hier raus. Schmeckt nach Apotheke irgendwie. Irgendwie so einen kleinen muffigen Geschmack, den ich so kenne, wenn du aus der Apotheke rumrennst und dann alles so nach Arznei riecht, obwohl nichts auf ist und du nichts nimmst, hast du so einen Apothekengeruchgeschmack. Ein bisschen. So, sagst du? Ja, es schmeckt auch so ähnlich wie das andere halt. Ich finde keinen großen Unterschied. Aber kannst du mal gucken, wie viel Zucker. Da merkst du nicht den Granatapfel? Ja, den Granatapfel. Oder Guarana. Eigentlich schmeckt es doch komplett anders. Da kannst du, ich esse scharf und habe keine Geschmacksnerven mehr, sagen sie. Aber soll ich mal was die sagen? Die schmeckt da gar keinen Unterschied. Hör doch mal zu, weißt du, warum ich überhaupt keinen Geschmack jetzt habe? Ich habe einen Fehler gemacht. Was habe ich vorhin erst noch schnell gelutscht? Deswegen. Aha, wenn ihr wisst, was sie gelutscht hat, dann schreibt es mal in die Kommentare. Das hilft nichts, du musst das trotzdem jetzt mal trinken, damit ich das nächste machen kann. Der Akku setzt mich nämlich schon wieder unter Druck, der ist nämlich schon wieder gelb. Halsdings gelutscht, Halstablette und deswegen habe ich jetzt, Was auch fast gelb ist, aber doch eher eigentlich grün, ist das nächste. Das ist nämlich ein Lapacho plus Lemongrass. Lapacho sagt mir gar nichts. Das ist halt, wie gesagt, hier eher so, dann so ein grünliches Etikett. Lapacho Lemongrass. Lemongrass, ja, da dachte ich immer, das machen sie hier bei den Asia-Nudeln dran, aber das ist wieder was anderes. Da ist ein Lapacho-Auszug, 0,3%. Und dann hast du Zitronensäure drin. Da steht aber wieder nichts von Mate, also ist das ja eigentlich gar nicht wirklich Mate. Das ist halt einfach, Lapacho Lemongrass von Mio Mio. Während beim nächsten wieder Mate draufsteht. Ich füll mal ein für mich. Es ist bestimmt jetzt ein bisschen säuerlich. Wenn man Lemongrass hört, denkt man sich ja schon, dass das hier mit der Zitronensäure, dafür hat es eine schöne orange Farbe. Das sieht sehr schön aus, das andere sah gut aus. Ich glaube, das gefällt mir bisher am besten, trotzdem von der Farbe her. Das ist so richtiges. Sag mal, wieso prickelt das bei dir? Guck mal, bei mir ist es ganz anders. Du hast überall diese Perlen. Das ist, weil du beim Hannes auf der Seite sitzt. Beim Hannes, wenn ich bei dem Bier eingeschenkt habe, das war auch tote Hose, wenn ich bei mir Bier eingeschenkt habe, hat er es rumgespreiselt und ist rumgeblubbert. Und ich weiß nicht warum, aber das war irgendwie immer so. Du hast dir das Glas ausgesucht, nicht ich. Ich habe nur gesagt, setz bitte links, weil der Hannes immer sitzt. Und schon, ich weiß nicht, ob es an der Seite liegt, ob es an dem Glas liegt, ob es
dann muss ich bei dir das nächste Mal wieder zuerst einschenken, dann bei mir. Weil vielleicht ist durch den ersten Schluck noch viel Kohlensäure da, durch den zweiten Schluck eben nicht mehr. Das wäre das einzig Logische, ja, was ich jetzt daraus höre. Haben wir schon gerochen? Nee. Hm? Ah, das riecht wie wenn ein frisches Planschbecken gekauft hast aus Gummi und draußen ausbreitest, willst du es gerade aufblasen, die Sonne prallt drauf. Ja, so wie ein Gummiplanschbecken für einen Garten, was du gerade aufblasen willst. Dann Prost. Prost. Aber es riecht ja nur so, es schmeckt ja vielleicht nicht so, es schmeckt ja vielleicht anders. Außerdem haben wir überhaupt beim ersten gerochen. Ich weiß nur, dass wir überall angestoßen haben oder wollten. Boah, der Nachgeschmack. Der Nachgeschmack ist ja sehr speziell. Wo ich gleich wieder sage, das erinnert mich an irgendwas. Ich weiß aber nicht an was, aber du kennst dich ja aus in der Szene. Du weißt bestimmt ganz genau, was das ist. Oder kannst das in irgendeine Richtung deuten oder definieren? Jetzt sagst du, na, das ist das Labacho, wo ich noch nie gehört habe. Ich weiß auch nicht, was Labacho ist. Naja, vielleicht sind ja die einzelnen Geschmäcker noch hier Labacho. Was ist das? Keine Ahnung. Ich glaube, das normale Classic Mate hat am besten gerochen. Weil das zweite mit Granatapfel riecht mir nämlich zu süß. Und das Labacho, das riecht ja wie gesagt nach Planschbecken. Warte mal, ich muss mal hier was gucken. Ich muss mal noch einen Schluck nehmen. Hier ist Banane. Na, das Banane, das muss ja interessant sein. Aber wirklich. Jetzt halte ich doch mal nicht mehr die nächsten Sorten auf. Du musst entweder trinken oder sagen, was mit der Sorte ist. Weil das muss erforscht werden. Was ist das denn? Schmeckst du überhaupt irgendwas? Oder schmeckst du wieder nichts wegen deinem Bourbon? Oh, wie kann man so blöd sein? Ja. Also ich sage das ganz ehrlich, kaufen würde ich mir das nicht. Alles sollte nicht. Deswegen haben wir es ja gekauft und du musst es nur trinken. Ich würde mir das nicht kaufen, weil es halt vom Geschmack her nicht so wirklich toll ist. Es ist nicht Wenn toll. Das gekühlt wäre, wäre es bestimmt richtig genial. Weißt du, dass die meisten Biersorten, die ich mit dem Hannes verköste, die auch irgendwie nicht schmecken, aber wir die halt einfach trinken, weil es da ist. Das ist das Prinzip. Hm. So. Ich finde, das hat halt irgendwie so... Speziell. Der Nachgeschmack ist speziell. Ich kann es nicht beschreiben. Es schmeckt wie irgendwas auch, irgendwas Medizinisches, irgendwie was arzneiartig, so irgendwas. Aber es ist jetzt nichts extrem Unangenehmes, aber es erinnert halt an irgendwas, was man vielleicht einen Geschmack hatte, wenn man mal krank war, im Bett lag und irgendwas lutschen musste oder essen musste oder irgendwas schon wieder... Ja. Apotheke, alles. Es ist halt einfach, wie es ist. Aber jetzt müsste eigentlich dein Favorit sein. Das nächste ist nämlich Mio Mio Mate plus Ginger. Weil es Ginger ist. Ich trinke ja mal Ginger Ale. Du magst Ingwer, du magst ja. Ginger Ale, weil das ja Ginger immer so ein bisschen spicy ist. Ne? Und das, wenn es mit Ginger ist, und da ist ja auch eine Ingwerwurzel drauf abgezeichnet. Weiß nicht, ob man das sieht hier. Da sieht goldig, liegt da so ein Stück Kohl daneben. Beim Original war nix. Beim Guarana Granatapfel war ja hier der Guarana Granatapfel daneben. Dann hier bei dem haben wir das Lemongrass gehabt. Sieht aus wie eine Schüssel Cornflakes. Ne? Das sind so kleine Highlights, wie beim Gönnergy. Und jetzt habt ihr das mit dem Ingwer-Ding daneben. Da habt ihr jetzt wieder 0,3% Madeblätterauszug, Ingwer-Extrakt und der Rest ist im Prinzip gleich. Deswegen können wir das jetzt aufmachen. Wir wollen ja dir zuerst einschenken, damit es bei dir richtig schön schäumt. Das klappt sauer bloß. Ich glaube, das liegt am Glas. Das ist das ja. Und guck doch mal hin, heb mal hoch. Oh, guck mal, die ganzen Perlen am Rand, die richtig dick überall sich angesetzt haben. Ja, bei mir ist gar nichts. Aber bei dir prickelt es auch ein bisschen hoch ganz jetzt. Ganz klein, ja, aber ach, ja, komm. Das riecht richtig da gut, müsstest du jetzt sagen. Das riecht original, wie wenn du Ginger Ale im Restaurant immer bestellst. Und deswegen müsstest du dir das doch jetzt munden. Was? Ja. Hast du jetzt auch keinen Geruch mehr, oder was?
Riechen tut's gut, ja, aber ob es schmeckt, das ist die Frage. Farblich ist das auch so ähnlich wie das davor, aber ja, ein bisschen heller vielleicht. Deswegen fand ich das andere kräftiger von der Farbe her. Schützt sie halt einfach rein und dann gucken wir mal, was passiert. Schmeckt wie ein Beutel Erde. Wenn du jetzt gerade so im Garten unterwegs warst und du leckst deine Finger ab, nachdem du irgendwie... Der leckt ihn die Finger ab, nachdem er in der Erde... Und dann merkst du, ah, da ist eine Erde dran, also... Meine Güte. Ja gut, wie Ginger Ale schmeckt es nicht. Also Ginger Ale ist ganz anders, aber... Weil da die Erde nicht nachkommt. Ja, aber das stimmt, das ist irgendwie so erdig, ja. Ich finde, wenn du trinkst erdig in dem Moment, ich wollte gerade sagen, das ist das Beste bisher. Weil immer wenn ich trinke, finde ich, ist das eigentlich okay. Wenn das schon gekühlt ist mit diesem Geschmack, finde ich das super. Aber immer wenn man dann absetzt und es runterschluckt, den letzten Rest, hat jedes so einen besonderen Nachgeschmack aus diesen Extrakten und dem ganzen Zeug, dass es das Ganze beim Trinken kaputt macht, wenn du es absetzt. Also musst du die ganze Flasche mit einmal trinken, dann hast du nur einmal diese Erde im Gesicht und mehr nicht. Das ist halt leider überall. Alles nicht mein Fall. Überall. Aber ich setze ja jetzt auf die Banane. Ich weiß nicht, aber... Aber gerade Banane, niemand kriegt es hin, Banane künstlich, geschmacklich zu erzeugen, sodass das schmeckt. Banane musst du essen, Banane darfst du nicht trinken, außer bei Milkshake, da ist es okay. Aber alles, was Banane mit Kohlensäure als Limonade ist, fand ich bisher richtig abartig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier was kann. Aber wir können dich ja gerne davon überzeugen. Das hat nämlich jetzt ein grünes Etikett. Mio Mio Mate plus Banane. Ist auch eine Banane abgebildet. Wir haben wieder... Ach, hier steht sogar direkt Zucker 5%. Ja, komm, was war bei den anderen? Ja, weiß ich nicht. Hast du noch nie gelesen oder war da kein Zucker dran? Ach doch, da stand auch Zucker zwischen Mineralwasser und Kohlensäure. Und hier steht, ach nee, Zucker, die 5% gehen für das nächste. 5% Bananensaft aus Bananensaftkonzentrat. 0,5% Madeblätterauszug. So, Koffein, Antioxidationsmittel, Ascorbinsäure, Stabilisatoren, Gummi, Arabicum und Glycerinester aus Wurzelharz. Da sind auf jeden Fall die meisten Zutaten bisher drin. Also die ist auch ein bisschen hochgekommen, so durch die Nase, so, weißt du, so. Was, die Banane? Die das nee, nicht die Banane, das da. Was ist das? Aber Dinge, die hier draufstehen, die dort nicht waren, ist Antioxidationsmittel, Ascorbinsäure, Stabilisatoren, Gummi, Arabicum und Glycerinester aus Wurzelharz. Das kannst du, glaube ich, schütteln und in die Ecke werfen, dann explodiert's. Jetzt machen wir das mal auf. Oh, Banane mit Kohlensäure. Und kann ich mir nicht vorstellen, dass das schmeckt. Banane muss fruchtig und frisch sein. Nur. Banane als Getränk. Nee, das ist nix. Ja, Hannes, was ist los mit dir, ne? Jetzt schüttet es dahin. Hätte ich das Tasting auch mit Marie machen können, hätte ich denselben Effekt. Ein kleiner Schluck. Weil du Banane so gut findest, ich gebe dir mal einen richtig großen Kübel. Guck dir mal an, wie trüb das ist. Das ist ja... Ja, dein sieht noch trüber aus. Tade, dass bei mir noch ein bisschen Leben drin ist. Aus, aber das ist doch, Sieht aus, wie wenn du so eine Fruchtcocktaildose gekauft hast, dass das Obst raus. Obst raus und dann den Saft. Und dann bleibt diese Pissbrühe übrig, die halt so nach nichts ist. Das soll jetzt Banane sein. Das riecht nach künstlicher Kunst. Mit? Nach künstlicher Kunst. Wurzelharz, genau. Dann red nicht. Warte, trink warte. Lieber und dann guckt ihr. In der Mitte macht es ja viel mehr Geräusche als außen, als oben. Ich trau mich gar nicht. Wieso schüttest du das immer so? Nein, ich kann das nicht so. Du musst mal. Damit ich den Nachgeschmack nur einmal hab. Weil beim Trinken finde ich es ja eigentlich immer okay. Angenehm oder wie? Nee, ich weiß nicht. Das beim Trinken wirkt auch, wie wenn du ein bisschen wasserverdünnten Bananensaft trinkst. Das ist auch angenehm. Ist aber trotzdem besser als alles andere bis jetzt, finde ich. Es schmeckt nach Banane. Es schmeckt nicht so... Dieser Nachgeschmack ist nicht so da. Schmeckt eigentlich besser. Schmeckt bis jetzt am besten, finde ich. Der Nachgeschmack ist, wie wenn du hier jetzt plötzlich Pfirsichnektar hast. Schmeckt da nicht mehr nach Banane, aber schmeckt ein bisschen wie... Das geht. Wie trotzdem Obst, fruchtig.
Und vielleicht schaffen wir es mit dem gleichen Akku noch die letzten zwei zu machen. Das ist sanft, das ist irgendwie, das andere ist alles so abartig. Ja, ich glaube, das Banane, das könnte man sogar noch mal kaufen. Auch wenn ich da gar nichts erwartet habe, bin ich jetzt positiv überrascht, denn ich finde auch, dass das beim Trinken direkt etwas fruchtig schmeckt. Auch nicht so einen komischen Nachgeschmack hat, also nee, das ist eigentlich was. Ach, jetzt komm ich schon wieder in die Welt. Das kannst du machen, das kannst du wirklich mal. Wenn ihr das nicht kennt, aber Bananenfreunde seid, hier Bisa-Fan Enzo, ne? Mio Mio Mate plus Banana. Kannst du mal, wenn du hier, du bist ja der Bananenmann. Probier das mal, gönn dir das mal. Jetzt habe ich mir für den Rest aufgehoben, die, wo ganz groß draufsteht, plus Koffein. Weil ich dachte, das ist Koffein und die anderen nicht, aber ist ja überall Koffein. Ganz standardmäßig hier also. Mio Mio Lemon plus Koffein. Hat das jetzt also noch was mit Mate zu tun oder ist das eigentlich nur eine Zitronenlimonade von der Firma Mio Mio? Hier steht auch wieder erhöhter Koffeingehalt, genau, koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk Zitrone. Das steht bei den anderen nämlich nicht. Naja, gut, doch, steht's auch. Fruchtgehalt 8%, 4,5% Zitrone und 3,5% Orange. Was ich nicht verstehe, weil wir haben ja hier noch Orange extra. Zitrone und Orange drin. Bei Orange ist es dann 17% Orange, 1,5% Zitrone und 0,5% Mandarine. Ach, ich dachte, die haben das einfach vertauscht. Hätten sie hingeschrieben, jetzt hier Fruchtgehalt 8%, 4% Zitrone, 4% Orange. Ja. Und bei Orange steht 4% Orange und 4% Zitrone. Dann wäre es exakt genau dasselbe. Hier haben wir jetzt noch Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat, Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat, Zitronensäure, Zitronenextrakt, Ascorbinsäure, Johannisbrotkernmehl ist der Stabilisator. Es ist auch vegan, es ist Lemon plus Koffein. Schütten wir jetzt ein. Und das wird wahrscheinlich halt gefühlt jetzt eigentlich eine Zitronenlimonade sein sollen. In diesen gelben Dingern da, wie eine Zitrone, ist dieses Zitronensaftextrakt. Und so ähnlich, so trübste Sache, weißt du, so. Das erinnert mich an die Zitronensaftkonzentrat-Challenge, die wir mal gemacht haben. Genau, habt ihr ja gemacht. Wo wir uns eingefüllt haben und dann ging es richtig gut so auf. Ähnlich. Ey, du hast weniger. Das war cool, dann schenke ich mir halt noch ein bisschen was von deinem ein. Zitrone. Na gut, Zitrone gibt bei mir noch eher wie Orange, glaube ich. Orange bin ich eigentlich gar kein Freund. Das ist wieder trüb. Ja, gelb-trüb. Ja, das riecht genauso wie in diesen, weißt schon. Ja, wie das Konzentrat, was dir auf den Fisch drauf spreiselst oder genau so. Riecht das. Aber das ist cool, also wer das pur trinkt, der wird auch das trinken. Oh Gott. Aber das heißt, das ist viel besser als Sprite. Ich weiß nicht warum, aber Sprite kann ich in letzter Zeit gar nicht mehr ran, wenn ich Sprite trinke. Das ist einfach nur noch Schaum und das war's. Und da schmeckt auch gar nicht mehr wirklich nach Zitrone. Nee, ich kann das ist irgendwie geändert. Wenn du so eine richtig italienische, frische Zitronenlimonade hast, die hier von San Pellegrino oder so, die sind ja auch so richtig bissig. So wie das, weil das wirklich riecht und schmeckt wie frisch gepresst. Das ist erstmal brutal, aber hast trotzdem einen schönen Zitronengeschmack, wenn du das magst. Mit Frische und nicht übertrieben. Und das schmeckt, das riecht so. Deswegen denke ich, das schmeckt bestimmt auch so. Das schmeckt bestimmt auch so. Naja. Prost. Ui. Schau mal. Der Klang ist schon mal gut. Ui. Also trinken lässt sich gut. Geht. Ist auch nicht zu sauer. Nee. Es hat trotzdem irgendwie so einen ganz kleinen erdigen Nachgeschmack, finde ich schon wieder. Schon wieder Erde? Ja, bei mir halt. Bei dir weiß ich nicht, das ist genau was bei so dir da abgeht. Also ich habe es mir schlimmer vorgestellt, als es ist. Das heißt, es wurde immer besser, weil Banane war gut, Lemon ist gut. Die ersten vier, das ist halt jetzt nicht so. Aber Lemon mit Koffein. Und dann bleibt noch Orange übrig und ich bin ja auch eher so der Orangenfreund, da müsste ich jetzt nicht auf meine Kosten kommen. Aber da weiß ich ja, dass ich dir dann das ist es Lemon nicht hinstellen Orange, kann. Zum Glück ist da noch Mandarine mit drin und Zitrone. Genau. Das ist das Wichtigste, dass es Orange aus Zitrone besteht. Du hast ja auch noch was, David, hast du hier das ganze Gebröckel unten am Boden, da was da rumschwimmt. Ach
Gott, wie sieht denn das aus? Seht ihr das? Das man könnte denken, hier haben sie die Schalen mit hineingemacht. Da sind die Schalen unten drin. Der ganze Schmoddermorast rumfliegt. Ja. Das sieht das gut aus. Das machen die anderen nicht, oder? Weiß ich nicht. Ich schenke dir einfach mal ein. Moment, Moment. Also wir haben jetzt Mio ja, Mio Orange Plus Koffein. Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat, Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat, Mandarinsaft aus Mandarinsaftkonzentrat, Zitronensäure, Ascorbinsäure, Johannisbrotkernmehl, Farbstoff, Beta-Carotin. Hast du das vorhin schon mal vorgelesen? Farbstoff, Beta-Carotin. Machen wir mal auf. Das schüttelt man ja sicherlich nicht, weil das ist ja mit Kohlensäure. Machen jetzt noch einmal hier. Wieso? Das siehst du aber das ganze Zeug da unten drin. Na gut, das löst sich eh nicht auf. Das geht eh gleich das in dein Glas so und dann ist es da drin und dann ist die es Farbe lustiger. Ist gut, ja. Die Farbe ist schön. Die Farbe ist. Der Geruch ist auch gut. Ja, der Geruch ist gut. Ich finde, es riecht ein bisschen wie diese Multivitamin-Brausetabletten, die du im Kaufland kaufst und dir ins Glas machst, ins Wasserglas. Hatte ich noch nicht. Ich habe noch nie Multivitamin-Tabletten halt oder so Zeug aufdringlich. Zu mir genommen. Ich nehme mehr Halstabletten. Also wenn du die Augen zumachst und dich in ein Frühstücksbuffet begibst, dann riecht es wie frisch gepresster Orangensaft, richtig schön fett nach Orange. Ja. Wenn du dir ein Kaufland vor Augen vorstellst, dann riecht es nach diesen Brausetabletten mit Multivitaminzeugs und allen, die immer so sehr säuerlich sind und aufdringlich. Boah. Also es kann gut und schlecht gleichzeitig sein. Also ich glaube, eigentlich müsste ich mal... Das ist die Farbe. Rülpsen. Mach halt. Nee. Aber stoß mal an nebenbei, du hört man es nicht. Nee. Aber es ist ganz schön. Ich muss noch alles zusammen probieren. Das ist wichtig für die Nee. Ach du meine Güte, bloß nicht. Das ist angenehm. Das ist sogar noch besser als die Zitrone, finde ich. Gar nichts Negatives dran sagen. Es schmeckt beim Trinken schmeckt es genauso wie beim Abgang. Es verändert sich nicht, es bleibt genau gleich. Du hast nichts Erdiges, du hast nichts Säuerliches, ja. Du hast nichts Muffiges. Also stimmt. Ja, wie ein schöner Orangensaft, der aber nicht so säureartig ist, weil er halt ein bisschen verdünnt ist, so mit ein bisschen Wasser. Manche strecken sich ja ihren Saft immer mit Wasser, dass der nicht so säuerlich ist. Und so kommt mir das gerade vor. Jetzt muss ich noch mal die komische Flasche hier zeigen, ob man das so sieht. Muss ich mal hier aber drauf drücken. Unten in den Boden oder was? Nee. Ja. Seht ihr das? Wie hier unten da der Jackie Chan drin rumschwimmt? Das sieht doch gut aus. So sieht es immer aus, wenn Marie in dem Zimmer irgendwas hinstellt und dann immer sagt, du musst es aber auch trinken. Ja, mache ich auch gleich. Und dann 3 Jahre später steht es immer noch im Zimmer. Und dann sieht das auch so aus, ne? Aber das kennt ihr ja, das machen ja viele so. Das ist halt so, wie das halt so ist bei so vielen. Deswegen stellen wir das jetzt wieder hier hin. Und ich würde sagen, getrost, wie wir es bei Ramses Kitchen immer machen, müssen wir jetzt nochmal alle Sorten zusammen probieren. Du musst es nicht. Ja. Da machen wir aber nicht so viel von jedem Nein, denk dran. Ja, ich muss gucken, dass das hier irgendwie funktioniert. Überhaupt. Jetzt machen wir hier das Original, das Classic. Machen wir das Granatapfel, Guarana, Pomegranat, weil ich nicht weiß, wie viel das wird. Dann haben wir das Lemongrass, ist das ja, glaube ich, hier. Lemongrass Labacho. Dann haben wir Mate Ginger mit Koffein, da steht sogar noch schon drauf. Mit Koffein. Wir haben deine Banane Mate, was du ja so gut findest. Ja, das finde ich trotzdem am besten. Ja, da kannst du ja dann den Rest. Kannst du ja den Rest dann haben. Wir haben das Lemon-Koffein, das ist auch dabei. So, dann haben wir das Orange-Koffein. Stellen wir es hin, dann muss ich mal gucken, wo noch am meisten drin ist. Dann weiß ich, dass davon nämlich am wenigsten eingeschenkt wurde. Und da nochmal. Dann vom Classic. Ich glaube, das Classic nehme ich jetzt zum Auffüllen. Weil das Klassische ist. So, fertig. Jetzt, wenn du ein Minispiel machen willst, kannst du die Deckel zuordnen oder lässt es kurz liegen, weil es ja eh gleich aus ist. Und da haben wir jetzt hier einen ganzen Bottich Mio Mio Mate Extrakte, Ascorbinsäuren und Wurzel
Harze. Gut, du kannst mir mal einen Schluck probieren lassen. Nur einen Schluck. Einen, riech mal dran. Das Schluck. Riecht so gut. Ich möchte nie wieder was anderes riechen. Ich weiß nicht, jetzt habe ich einen Biergeruch in der Nase. Ja genau, deswegen riecht es so gut. Ich habe zwar keinen Biergeruch in der Nase, aber ich habe darauf reagiert. Live, in Action und gleich das umgewandelt. Oh, so schmeckt es am besten. Ja, ist auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall besser, als wenn du die Einseln. Die vorne dran, die ersten die Einseln die schmeckt man gar nicht mehr, weil die guten ist überwiegen jetzt. Obwohl wir ja eigentlich vier schlechte haben und drei gute, tun die drei guten die vier schlechten verdrängen. Das ist richtig cool. Das sieht jetzt hier nicht mehr klar aus. Das ist jetzt hier so eher orange, leicht rötlich, so blutorange-mäßig, aber nicht ganz so dunkel. Das trinkt man jetzt noch auf euch. Ich würde sagen, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bis auf Ort, euer Ramses. Danke, Muttertier. Ja. Mal gucken, was ich demnächst irgendwann noch für dich rauskram, was du da trinken kannst. Und kennt ihr Mio Mio? Kennt ihr da eine Sorte nicht? Oder kennt ihr sogar noch mehr Sorten? Und seid ihr Mate-Freunde, dann schreibt es mal in die Kommentare. So, jetzt müsste ich kurz pupsen und dann müsste ich trinken, aber ich glaube, ich trinke erst einen Pups danach, wenn die Kamera aus ist. Ja, Badlands Sharks. Ah, der tropft sich auch immer voll. Mann, das läuft alles hier runter. Du musst rauspressen. Das kannst du noch nicht so gut mit dem Rülpsen. Aber wo nichts ist, kann nichts gepresst werden. Das ist ja ein Vorteil, das hat gar nicht so viel Kohlensäure wie andere Getränke. Ja, ist richtig. Aber wichtig ist, wenn ihr mal rülpsen wollt, macht den Mund weit auf, die Augen zu, körpert rum wie ein Idiot. Wenn da was ist, dann kommt es raus und dann ist der Druck auch weg. Und wenn da nichts kommt, dann sah es blöd aus, aber es hat wenigstens kein Geräusch gemacht. Das waren die Tipps zum Sonntag. Wir gucken jetzt WWE Payback und sehen uns beim nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und ein Muttertier. Ciao. Keine ciao, ciao. Ja. Oh. Übrigens. Jetzt habe ich nicht gepupst. Du hast jetzt gesagt,